Hallo und herzlich willkommen bei Lisa Travels. Heute zeigen wir euch, wie ihr beim Reisen bares Geld sparen könnt. Oft wird uns nachgesagt, dass wir ein richtiges Talent dafür haben, Dinge wie Reisen zu organisieren und dabei auch noch echte Schnäppchen zu entdecken. Ein paar dieser Tipps mögen vielleicht offensichtlich sein, aber vielleicht übersieht man sie auch gerade deshalb häufig. Manche der Tipps sind aber richtige Insider. Und wir hoffen, dass auch du daraus was mitnehmen kannst für deine nächste Reise. Denn mit diesen Tipps kannst du Geld sparen beim Reisen und beim Urlaub machen, unabhängig vom Urlaubsort. Beim Datum flexibel sein. Am besten keine Ferientermine. Eventuell offensichtlich, aber in den Schulferien ist alles teurer. Flüge, Hotels und längere Schlangen überall. Die besten Reisedaten sind also außerhalb der Ferien und am besten auch noch in der Nebensaison. Also je nach Reiseziel September bis Mai. Am besten achtet ihr auch auf die Ferientermine im Ausland, wie beispielsweise Frankreich oder Niederlande. Flüge vergleichen. Es gibt hunderte Webseiten, die Flugpreise vergleichen. Wir nutzen am liebsten Skyscanner. Dort kann man nicht nur die Flüge zu einem bestimmten Datum und an einem bestimmten Ziel vergleichen, sondern man kann auch schauen, welches Ziel oder welche Reisezeit am günstigsten ist. Außerdem ist uns aufgefallen, dass die schlimmsten Flugzeiten oft die günstigsten sind. Damit meinen wir Abflug um 7 bis 9 Uhr morgens, sodass ihr quasi mitten in der Nacht am Flughafen ankommen müsst. Aber es lohnt sich, sowohl preislich als auch zeitlich. Nur mit Handgepäck fliegen. Wir verzichten meistens auf Gepäck, solange wir weniger als eine Woche verreisen und es nicht unbedingt an den Strand geht. Wenn es unbedingt nötig ist, beispielsweise weil Winterkleidung viel Platz wegnimmt, kann man als Paar oder Familie auch nur einen Koffer aufgeben, anstatt dass jeder seinen eigenen Koffer hat. Die anderen Personen nehmen dann nur einen Handgepäckkoffer mit. In vielen Städten gibt es auch mittlerweile die sogenannten Free Walking Tours, die meistens aber auf einer Pay What You Want Basis fungieren. Trotzdem sind diese aber eine richtig gute Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen und dabei alle relevanten Sehenswürdigkeiten zu sehen und Informationen zu bekommen. Super ist dabei auch, dass der Reiseführer als Einheimischer meist richtig gute Tipps auf Lager hat und man ihm direkt alle Fragen stellen kann, die auf der Reise aufkommen sollen. Airbnb, Gasthaus, Apartment oder Hostel statt Hotel. Na klar, Hotels sind komfortabel. Täglich wird aufgeräumt und sauber gemacht, es gibt lecker Frühstück, aber hier könnt ihr viel Geld einsparen. Wenn ihr jetzt bei einem Hostel direkt an 8 Bettzimmer und Gemeinschaftsduschen denkt, schaltet nicht direkt ab. Viele Hostels bieten mittlerweile auch Einzelzimmer mit eigenem Bad an, genau wie ein Hotel eben. Wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid, kann aber auch ein Apartment oder ein kleines Ferienhaus sich lohnen. Wenn dir das Video gefällt, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf den Daumen nach oben zu drücken. Freie Museumseintritte an bestimmten Tagen. Viele Museen bieten einen monatlichen Museumstag an, an dem der Eintritt kostenlos ist. Natürlich solltet ihr nicht euren kompletten Urlaub danach ausrichten, aber es lohnt sich, mal nach dem Tag zu recherchieren. Übrigens, in London sind staatliche Museen immer kostenlos. City-Pässe und Kombipakete. Je nachdem, was du alles besichtigen und machen möchtest, lohnen sich City-Pässe, die es mittlerweile in fast jeder großen Stadt gibt. Hier werden viele Sehenswürdigkeiten kombiniert und oft gibt es die öffentlichen Verkehrsmittel gratis dazu. Aber manchmal bieten auch Hotels ihre eigenen Pässe an, mit denen ihr Ermäßigungen bekommt. Einfach mal Ausschau halten oder danach fragen. Spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Viele der Top-Sehenswürdigkeiten bieten mittlerweile auch eine Online-Eintrittskarte an. Meist mit 10-20% Rabatt und der Clou, damit könnt ihr meistens auch noch die Warteschlange vor der Tür überspringen. Rabatte für Studenten und Menschen unter 25. Gerade im europäischen Ausland gibt es für Menschen bis 25 oft besondere Vergünstigungen. Das kann vom kostenlosen Museumseintritt wie in manchen dänischen Museen bis hin zu 2-3 Euro Rabatt alles sein. Geld sparen beim Essen gehen mit TripAdvisor Restaurant Deals. Erstmal vorweg, TripAdvisor ist die beste App auf Reisen. Aber durch Restaurant Deals konnten wir in Florenz ein unfassbares Schnäppchen machen und sage und schreibe 50% sparen. Das geht super einfach. Ihr öffnet vor Ort, wir machen das immer in Ruhe im Hotel, die App und klickt auf Restaurants in der Umgebung. Unten ist dann ein kleines Filtersymbol und relativ weit oben steht Aktionsangebote. Wenn ihr diese Box anhakt, werden euch nur Restaurants gezeigt, die Prozente mit TripAdvisor Reservierung anbieten. Leider gibt es nicht überall diese Restaurants mit Deals, aber wenn ihr in Touristenhochburgen und Großstädten unterwegs seid, schaut mal nach. Ja, das waren unsere Tipps, um beim Reisen Geld zu sparen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Lisa Travels.